Mein Name ist Carola Tesche. Ich bin hier auf der SMT am Stand der EPP. Bei mir ist der Herr Rufers von der Firma Kissel und Wolf. Herr Rufers, mit welchen Neuheiten sind Sie dieses Jahr auf der Messe vertreten? Wir haben uns speziell im Reinigerbereich in der Wartung weiterentwickelt, sehr stark, und haben Pellet Cleaner entwickelt. Wir haben Kondensatfallenreiniger entwickelt. Drei neue Ofenreiniger sind auf dem Markt, die schäumend sind. Viele Kunden haben den Wunsch geäußert, die Reiniger sollten schäumen, dass sie besser an der Wand haften. Da haben wir also zwei neue Ofenreiniger entwickelt, die schäumen. Und das sind so die Key Highlights. Welche Zielgruppen sprechen Sie denn damit an? Im Moment natürlich sehr stark die Wartungsteams in den Firmen. Da ist es natürlich für uns sehr, sehr wichtig, dass die Leute die Produkte auch ausprobieren und eben feststellen, man kann Geld sparen mit Reinigen, wenn man die richtigen Produkte einsetzt. Und da wollen wir mit unserem Support, wir besuchen die Kunden, reinigen mit ihnen und begleiten diesen kompletten Prozess. Welche Entwicklungen am Markt erwarten Sie, wirtschaftlich oder technischerseits? Technischerseits, also Anlagenseite, denke ich, dass wir auf einem sehr hohen Level sind im Moment am Markt. Also die Anlagen sind alle sehr, sehr gut, egal welcher Hersteller. Im Reinigerbereich, was der uns betrifft, sehe ich eigentlich alles Tendenz Richtung wässrig. Und da wird die Tendenz auch weiterhin hingehen. Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Danke auch.